Hallo ihr Lieben, oh, mir ist gerade warm, sonst friere ich immer, ne? Ja, es ist Montag, Mittag. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche. Unser war nicht ganz so prickelnd. Naja gut, Isabel hatte heute einen Termin, war wieder nicht so erfolgreich. Ja, ist aber auch kein Weltuntergang, das ist ja nicht schlimm. Ich nehme euch einfach mal wieder mit durch meinen Alltag. Nachmittag kochen, was wir alles so noch zu erledigen haben. Auf jeden Fall muss wieder ein bisschen aufgeräumt werden, sauber gemacht werden. Alles, was so täglich hier anfällt. Ich habe auch schon so einen groben Plan, was ich heute zum Abendessen mache. Was mit Fleisch? Raphael hat gelitten das Wochenende, gab es kein Fleisch. Ne? Ich hatte ja Bursch ohne Fleisch gekocht. Furchtbar. Aber bevor wir anfangen mit allem hier, ist auch noch viel zu früh zum Kochen, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt den Kalender auf, die nächste Tür, und zwar das, was ich überhaupt nicht so wirklich mag. Ist aber auch egal. Wenn wir irgendwie schon verbrauchen, heute gibt's Muskatnuss gemahlen. Wofür verwendet man denn eigentlich? Ideal für Spinat, Kartoffelpüree, Rosenkohl und vieles mehr. Kleiner Aufwand, große Wirkung. Eine Messerspitze gemahlene Muskatnuss machen Erdbeerdesserts oder Milchshakes zum Genuss. Kennt ihr das? Ich nicht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt Muskatnuss noch dazu gekriegt. Hier, guck mal. Schon einiges drin. Ein paar Sachen haben wir ja auch schon verbraucht. Ne, wie das Lidbuckengewürz und Plästchengewürz haben wir verbraucht. Und was haben wir noch verbraucht? Weiß ich jetzt nicht mehr. So, auf jeden Fall, solange Isabel beschäftigt war, wir sind fast eine Stunde, doch eine Stunde sogar, ich musste warten, bin ich zum russischen Laden gefahren. War ich ja schon länger nicht mehr, hatte ich eigentlich schon die letzten Male vor, wo ich in der Stadt war. Und dann ging es mir nicht gut oder einfach auch gar keine Zeit und keine Lust gehabt. Heute habe ich das gemacht und wir waren dann hinterher mit Isabel bei DM, weil DM gibt es tatsächlich nur da. Wir waren zwar jetzt am Freitag in Lüneburg, da gibt es kein DM. Also. Und das, was ich haben wollte, habe ich jetzt nicht bei Kaufland finden können. Habe ich hier bei DM leider diesmal auch nicht so ganz, aber ich habe da einen Tipp bekommen. So, auf jeden Fall kann ich euch ganz schnell zeigen, was ich beim russischen Laden gekauft habe und bei DM. Auf jeden Fall habe ich beim russischen Laden die hier in klein, zwei Stück, nur für so jetzt trinken, ne Mäuslein, für dich und mich. Und dann einmal große Sechser, also 1,5 Liter Flaschen, auch so Limonade. Kindheitserinnerung. Ja, und dann zeige ich euch einfach mal so ein bisschen querbeet, was ich bei DM und russischen Laden gekauft habe. Ich hoffe, es interessiert euch. Bei Aldi waren wir auch, aber da, glaube ich, muss ich nicht unbedingt euch alles zeigen. Wir haben Brot gebraucht. Und was habe ich denn noch gekauft? Also für jetzt eigentlich gedacht zum Mittag. So Pommes und Nuggets. Nee, das ist gar kein Pommes, sondern diese gefüllten Taschen mit Käse. Genau, wartet mal, das kann ich euch tatsächlich zeigen. Die wollte Isabel haben zum Mittagessen. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt Hunger hat. Sonst machen wir das morgen. Kartoffelknuspertaschen mit Emmentaler und Bechamel. Ne, die hat sie gesehen und meinte, oh, lecker will ich haben. Und dann haben wir jetzt auch noch solche Nuggets gekauft. Das ist so was Schnelles zum Mittag für die Kinder. Und ich habe Fruchtbällchen gekauft. Die sehen total lecker aus. Mit Kirschen drin. Und auch im Backofen zu machen. Sauerkirschzubereitung im Teigmantel. Vorgebacken, tiefgefroren. Ne? Also finde ich. Die sehen lecker aus. Ja, okay. Das war jetzt Aldi. Ich habe noch bei Aldi wieder ein paar anderen Sachen für heute Abend noch das hier gekauft. Ich möchte was mit Hähnchenfleisch und Gemüse machen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal DM. DM, Isabel hat ihre Palette, hat sich selber gekauft. Nee, das war gar keine Palette. Das waren Pinsel, ne? Sie hat das, was sie schon die ganze Zeit gesucht hat, gefunden. Gab es vorher leider nicht. Und jetzt ist es tatsächlich im Geschäft gewesen, so ein Set, mehrere Pinsel mit für 21 Euro, aber das hat sie selber bezahlt. Dann habe ich für Isabel auch dieses Plantur 21, sie schwört auf dieses Shampoo, die sagt, das ist sehr gut. Dann habe ich für mich
Weil meine haben schon wieder Beine gekriegt. Isabel schleppt sich das immer nach oben, ne? Und hier unten ist dann nichts mehr. Wattepads. Und ich mag am besten tatsächlich die Wattepads, die so durchgesteppt sind, ne? Man kann das hier sehen. Nicht die, die dann immer beim Rausholen so aufgehen, auffluffen, sondern tatsächlich so diese durchgesteppten. Ich habe jetzt zweimal von den großen und eine Packung den kleinen genommen. Dann habe ich für den kleinen, das kleine Eimerchen im Badezimmer hier unten und oben so einen Müllbeutel gekauft. Und dann, die sind voll putzig. Die hier. Diese kleinen Schwämmchen. Und einmal für mich so ein Kabuki-Pinsel gekauft. Dann hat die Isabel sich geholt. Ach nee, die Pinsel habe ich tatsächlich sogar hier. Guckt euch die an. Die hier hat sie sich jetzt geholt. Und ich habe für sie noch die Pfeile, ne? Nagelfeilen, genau. Dann habe ich hier noch die zum Tisch abwischen Tücher gekauft. Und Handschuhe für mich hier für die Küche, sind bunte Handschuhe. Ja, so in verschiedenen Farben. Größe M. Und nochmal die Tücher. Die sind für die Glanzküche geeignet. Das hier steht extra. Auch zur Reinigung von glatten Küchenarbeitsflächen geeignet. Arbeitsflächen. Okay. Muss ich nochmal gucken. Aber eigentlich müsste sie das sein. So, und jetzt kommt russischer Laden. Also, auf jeden Fall zweimal. Also die rote Packung war nicht da, aber das sind die gleichen Pralinen, die jetzt auch in der roten Packung waren. Na, also die gleichen Sorten drin. Zweimal die ganz große Packung. Dann zweimal etwas kleinere Packung, ne, zum Verschenken. Dann Tee für meine Kinder. Einmal dieses Passion Earl Grey und einmal Sun and Lemon. Ne, das ist auch schwarzer Tee mit Zitrone. Dann hier. Das ist, steht Druzhba, ne? В пакетиках для варки. Das ist Rundkornreis mit Hirse. Genau, mit Hirse zusammen in so Kochbeutel. Ich koche das immer erstmal kurz vor im Wasser und dann mache ich die Beutel auf und schmeiße das Ganze alles in Milch und koche das noch ein bisschen in Milch. Und das ist dann richtig lecker. Genauso wie die beiden Sachen habe ich letztens ja nicht gefunden. Ja, diesmal habe ich tatsächlich gefunden. Lag auf der anderen Seite. Hier sind vier. Hier. Hier, genau. Hier sind vier verschiedene Getreidearten drin. Und hier sind fünf. Ne, auch so Beutel. Ist das ein Beutel? Nein, das ist gar nicht ein Beutel. Umso besser. Auf jeden Fall haben wir hier, ich kann euch kurz vorlesen, am besten aber auf Deutsch natürlich, was hier alles drin ist an Zutaten. Weizen, Hafer, Gerste, Roggen und Weizenkleie. Das ist in dieser Firma. Und hier drin haben wir, auf der anderen Seite, Hafer, Weizen, Gerste, Hirse, Roggen. Auch fast das gleiche. Hier ist nur noch Hirse dabei dazu gekommen, ne? Und Roggen ist auch mit drin. Hafer, Weizen, Gerste. Ne, hier ist nur Hirse dabei. Das fünfte Körnchen. Ne? Alter, das ist auf jeden Fall aber sehr, sehr lecker. Ich mache das immer in Milch und nicht in Wasser kochen. Das ist. Achso, hier ist noch was von DM. Hat sich versteckt. Ne, das ist so meine Farbe hier, ne, zum Keksbemalung machen. Dann habe ich im russischen Laden, auch wenn ich nur alleine die esse, ist auch egal, dann esse ich die halt alleine, eingelegte Tomaten. Dann habe ich Mayonnaise. Hier steht Novy Vkus, also neuer Geschmack. Und zwar auch leicht, mit etwas weniger Fett drin.
habe ich jetzt mitgenommen. Die hatte ich noch nie, aber alle, wo ich jetzt nur hingucke, die ganzen YouTuber, die Russen hier in Deutschland, kaufen eigentlich nur in russischen Laden Mayonnaise. Muss vielleicht was Wahres dran sein. Dann habe ich auf jeden Fall Sauerkraut mitgenommen. Einen Eimer, den stelle ich in Anbau. Der ist im Kühlschrank bis zum 1.4. noch haltbar. Also wird schon nicht schlecht. Dann im Beutel mal gekochte Kondensmilch. Die hat mich angesprochen, weil sie so schon weich ist. Also flüssiger als die in der Dose. Und dann mit Kakao welche. Ach, das ist so lecker. Und dann ein bisschen nur Schokolade. Also die zwei Batonchik, also das sind Riegel mit etwas cremigeren Füllung drinnen. Und einmal, oh, die Schokolade, die ist so lecker. Alonka nennt sich das, ne? Also sie ist wirklich lecker. Also so richtig schöne Milchschokolade. Also im russischen Laden habe ich noch einen Sack Kartoffeln mitgenommen. Eigentlich wollte ich auch da Brot kaufen, aber ich habe da irgendwie kein Brot gesehen diesmal. Aber das Gute ist, auch wenn die anderen Geschäfte alle zumachen, russischer Geschäft ist ein Lebensmittelgeschäft. Der bleibt auf. Da kann man immer noch hin und einkaufen. Ja, genau. Und im Aldi habe ich, ich muss euch das glaube ich nicht unbedingt zeigen, ich habe nichts Besonderes gekauft bei Aldi. Halt ganz normale Sachen wie Brot. Und für heute Abend habe ich halt noch Puttengeschnetzeltes mitgenommen, das werde ich nachher kochen. Genau, ihr könnt ja ein bisschen schon mal raten, was das wird. Ich habe hier nämlich noch eine Flasche Sojasauce und Pak Choi, ne? Also könnt gerne mal raten. Ja, und ansonsten nur halt Brot und Isabel natürlich wie immer ihre Vanillestangen mitgenommen. Und das war es dann auch. Das muss ich euch nicht unbedingt zeigen. Wir verräumen jetzt das Ganze. Und dann machen wir hier einfach mal weiter mit dem Haushalt. Ich ziehe mich auch um. Ich mag, wie ihr wisst, nicht in Jeans zu Hause rumlaufen. Also nicht wundern, wenn ich nachher ganz anders aussehe. Ne? Also ein bisschen schlabberiger. Bis gleich! Ich schmeiße jetzt ein paar Tabletten von diesem Prothesenreiniger. Das ist das günstigste, was ich so bei Edeka, glaube ich, gekauft habe. Genau, Edeka. Und lasse sie da ordentlich blubbern. Und das ist eigentlich ein super Tipp für ja, Entfernen von Urinstein und Kalk. Oder noch ein Tipp, einfach mal Geschirrspültabs. Auch. Einfach mal in die Toilette rein, eine Zeit lang stehen lassen, hilft auch super. Ne, aber jetzt habe ich erstmal Gebissreiniger reingeschmissen und lasse das Ganze einwirken und schrube mal hier das Badezimmer. Also das ist jetzt eigentlich so fast tägliches Putzen, was man so eh erledigen muss. Ne? Wie so, ich habe jetzt alles fertig geschrubbt hier, nur der Fußboden muss noch. Und hier habe ich jetzt eine Schüssel mit Wasser und Essig. Ganz normale Essigessenz. Mich nervt nämlich dieses hier, ne, diese verstopften Löcher hier in der Dusche. Und ich hoffe jetzt einfach mal stark, dass das was bringt, wenn ich das Ganze jetzt hier, also den Duschkopf für eine Zeit lang hier einweichen lasse. Ansonsten weiß ich auch nicht weiter.
So, ihr Lieben, ich muss zwar gleich auch anfangen zu kochen, aber das, was ich heute vorhabe, dauert gar nicht so lange. Hähnchenfleisch dauert nicht lange, Nudeln auch nicht. Deswegen habe ich gedacht, vorher mache ich tatsächlich heute wieder Plätzchen. Zimtsterne wollte ich heute unbedingt ausprobieren. Und ich gucke mal, wie viel habe ich jetzt hier drinnen. Steht nicht drauf. Aber ich denke mal, das wird genau richtig sein, um einmal Zimtsterne zu machen. Da steht immer 2 Teelöffel. Ich denke mal, mir ist es auch nicht drin. Ja, und ich habe jetzt ein Rezept mir rausgesucht. Ich habe zwar im Internet natürlich wieder geguckt, aber ich habe jetzt doch mein... Ups, eine falsche Seite. Lieblingsbackbuch zur Weihnachtszeit mir geschnappt und mache jetzt einfach mal nach diesem Rezept. Ohne die ganzen Tupper-Sachen zwar, mit meiner Maschine, aber das ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Ja, und wir brauchen 4 Eiweiß, eine Prise Salz, 300 Gramm Puderzucker, 1 Esslöffel Zitronensaft, 450 Gramm ungeschälte gemahlene Mandel, daran hapert es. Hätte ich das vorher gewusst, dass ich nicht genug habe, hätte ich bei Aldi, Lidl, Penny irgendwo, ne, wo ich war ja in Uelzen heute, mir welche holen können. Ich war ja bei Aldi kurz oder zu Rewe hochgehen, ist egal. Hätte ich machen sollen, habe ich nicht, werde ich demnächst wahrscheinlich doch bei uns beim Edeka dann kaufen. Ich nehme auf jeden Fall anstatt jetzt 450 Gramm davon, eine Packung habe ich leider nur, das sind jetzt 200 Gramm. Dann habe ich noch 200 Gramm, also 2 Packungen geschälte Mandeln. Und dann habt ihr ja gesehen, wo ist das denn jetzt? Habe ich gerade selber welche gemahlen aus gehobelten Mandeln. Ne, also den Rest hatte ich. Dann brauchen wir eine unbehandelte Zitrone, also die Zitronenschale davon. Habe ich auch alles hier. Und 2 Teelöffel Zimt. Genau. Und dann gemahlene Mandeln für die Backunterlage. Das ist auch alles, also zum Ausrollen. Und wir müssen als erstes natürlich Eiweiß steif schlagen. Und das machen wir jetzt. Das dauert nämlich ein bisschen. Die Bertha steht hier, die Schüssel ist drin. Und ich habe jetzt hier Eier. Und wir brauchen 4 Stück, also 4 Eiweiß. Und die trennen wir jetzt. Hier kommt die Eigelbe rein und ich werde die Eigelbe einfach nachher in die Nudelpfanne reinhauen. Passt dann, ne? Hier kommt nur der Eiweiß rein. So, hier sind die Eigelbe, die brauche ich jetzt nicht mehr. Dann brauchen wir den hier. Und eine Prise Salz. Und jetzt los geht's. Und dann brauchen wir Puderzucker. Da steht 300 Gramm. Ich habe keine Ahnung, ob das genau 300 Gramm sind. Auf jeden Fall habe ich hier 250, eine ganze Packung. Und hier ist ein bisschen. Es kann sein, dass das tatsächlich auch hinhaut. Und das... müssen wir jetzt einmal sieben. Also auf die ist immer Verlass. Da ist nichts, was irgendwie rostet oder sonst was und dann auf einmal nicht funktionieren will. Puh, das war jetzt Schwerstarbeit. Außerdem brauchen wir noch ein bisschen Zitronensaft. 1 Esslöffel. Den müssen wir tröpfchenweise gleich hinzufügen. Ja, das Eiweiß wird fast schon richtig steif, also geben wir jetzt einfach nach und nach Puderzucker rein, so löffelweise, dann auch ein bisschen tröpfchenweise Zitronensaft, zack, ein bisschen mehr Puderzucker, ja, und jetzt muss ich ein bisschen von der Zitronenschale da reinreiben. Reicht auch. Und dann brauchen wir nur noch den Zimt und die Mandeln. Das Eiweiß, guckt euch das an,
ist eigentlich schon fast perfekt. Bevor wir das aber mit den Mandeln machen, brauchen wir ein bisschen von dem Eiweiß, was wir beiseite stellen, im Kühlschrank am besten, womit wir nachher die Zimtsterne so schön machen. Ne? Also wir müssen das ja vor dem Backen und mit dem Eischnee bestreichen. Eischnee. Ich hoffe, es wird was. Ich glaube, ich muss das gleich noch ein bisschen länger aufschlagen. Ach, die Waschmaschine ist auch schon fertig. So. Da stand jetzt 2-3 Esslöffel beiseite stellen. Und jetzt geben wir einfach mal alle anderen Zutaten rein. Und das sind eigentlich nur noch Mandeln und Zimt. Und da steht tatsächlich 450 ungeschälte gemahlene Mandeln. 200 Gramm haben wir schon. Ja, wir werden unsere heute ein bisschen heller, weil wir geschälte nehmen. Ein bisschen langsamer. Genau, das steht da unterheben. Das heißt jetzt nicht mehr wild rühren. Und den Zimt. So sieht der Teig aus. Ich weiß nicht, ob man den jetzt so ausrollen kann. Hätte ich die Eiweiße noch länger aufschlagen sollen? Weiß ich nicht. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich hole einfach alles jetzt zusammen. Ach, ich bin ja voll doof, ne? Ich hatte ja vorhin die vergessen reinzumachen. Jetzt habe ich einen Teil davon da reingekippt. Jetzt ist der Teig nicht mehr so flüssig. Funktioniert also, denke ich mal. Und jetzt stand im Rezept zum Ausrollen auf jeden Fall Mandeln drauf hier. Ich hoffe, es klappt auch. Und jetzt den Teig. So, ich habe jetzt ein Blech und ich schmeiße schon mal den Backofen an. So, und jetzt habe ich hier mein Eiweiß und einen Pinsel. Genau. Und damit bepinseln wir jetzt einfach mal die Sterne. So, den ersten Schwung habe ich jetzt fertig. Die sehen ja eigentlich sehr schön aus gerade. Hoffentlich bleibt es auch so. Die kommen jetzt für 20 Minuten bei 160 Grad in den vorgeheizten Backofen. Ich habe jetzt, wo ist die? Ja. Hier ist die Tomate, die stelle ich jetzt auch auf 20 Minuten und mache den Rest fertig und wenn die fertig sind, zeige ich euch die auf jeden Fall und wenn ich die hier fertig habe, machen wir das Abendessen zusammen. So, die erste Ladung habe ich jetzt rausgeholt und so schauen die aus. Also ich finde, die sind wirklich gut geworden, dafür, dass ich die noch nie gemacht habe. Die werde ich jetzt abkühlen lassen. Den restlichen Teig habe ich einfach mal so zu Kugeln gemacht und dann platt gedrückt. Eiweiß zum Bestreichen habe ich kaum noch. Was aber auch egal ist. Ich backe jetzt alles fertig und bereite schon mal alles fertig fürs Abendessen vor. So ihr Lieben, jetzt wird Zeit, Abendessen anzuschmeißen. Eigentlich schon längst Zeit. Naja, es dauert nicht so lange, was ich jetzt vorhabe. Es ist wirklich schnell zu machen. Ich habe jetzt in die Pfanne ein bisschen Öl reingemacht und mache die schon mal an. Und dann zeige ich euch, ich habe ja das Hähnchenfleisch oder Putenfleisch vorhin gezeigt. Ne? Ich habe es einfach mal mit Salz, Pfeffer und Sojasauce mariniert. Ungefähr 3 Stunden stand es jetzt so. Das habe ich noch reingemacht. Moment, ich zeige es euch auch. Genau. Ich habe noch dieses Gewürz mit reingegeben. Mir auch nicht. Hier haben wir drinne Boxhorn Kleesaat,
schwarzer Pfeffer, Kumin-Pulver, Koriander, Ingwer, Ceylon-Zimt, Knoblauch, Anis-Pulver, Nelke und Kümmel. Ja, mir nicht. Ne? Also das habe ich jetzt alles drin. Und dann nehme ich tatsächlich noch eine Zwiebel, eine Möhre, eine Paprika, eine Zehe Knoblauch, ein bisschen, nicht alles, von der Zucchini und eins von dem Pak Choi. Ich habe drei Stück, ich nehme jetzt nur eins rein. Ja, und wenn das Öl heiß ist, kommt das erste Fleisch natürlich rein. Und in der Zwischenzeit schnippel ich alles andere klein. So klein. Zwiebeln vor allem. Ich denke mal, die Möhre, die reibe ich. Ist dann einfach schneller durch als so gröbere Stifte. Ja, das Öl ist jetzt heiß. Also kommt das Fleisch rein. Und wird angebraten. Und wir geben jetzt einfach mal, während das Fleisch brutzelt, alles andere auch nach und nach rein, wenn es fertig ist, halt, ne, mit dem Schnippeln. Ja, die Möhre, die reibe ich einfach genauso wie den Knoblauch. Rein. Ja, und jetzt Paprika und Knoblauch. Alles auch in feine Würfelchen oder Streifen, wie ihr es lieber wollt. Ne, je nachdem, wie ihr das mögt, so grobe Stücke drin im Essen oder nicht ganz so grobe. Ich schneide heute nicht ganz so klein. So, Paprika rein. Die Zucchini genauso. Ich habe die jetzt auch nicht geschält, weil es eine kleine, feine Zucchini ist. Ich schneide die jetzt erstmal so. So. Und dann in feine Streifchen. Ne, so. So kleine Stückchen. Ihr könnt alles reinmachen, was ihr wollt. Wenn ihr sowas mögt wie Mungobohnen oder Sojasprösslinge und was weiß ich. Man kann tatsächlich so gut experimentieren bei solchen Pfannengerichten. Mache ich ja auch immer wieder. Bohnen, Zuckerschotten, was hat man alles noch? Ach, keine Ahnung. Alles Mögliche kann man noch mit reinmachen. Alles, was ihr an Gemüse gerne habt, Pilze, alles kann man reintun. Das sieht doch schon super aus, oder? Jetzt der Knoblauch. Kommt jetzt auch rein. Genau wie der Rest. Ja, und dann den Pak Choi. Ich schneide jetzt einfach mal diesen Teil hier ab. Und ich habe keine Ahnung, wie man den sonst essen sollte. Deswegen schneide ich ihn jetzt einfach mal. Ich habe noch nie was damit gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich mal was damit mache. Also schneide ich ihn jetzt einfach mal klein. Und soweit ich weiß, isst man das alles. Habe ich irgendwie gesehen. Und das Ganze lasse ich jetzt erstmal anbraten, ein bisschen, und dann kurz schmoren, bevor es hier weitergeht. Das sieht doch richtig schön aus. Und dann kommen noch Nudeln rein. So, das hat jetzt ein bisschen schon angebrutzelt, das Ganze. Und jetzt, das hat keine 10 Minuten gedauert alles, ne, insgesamt. Und jetzt packe ich einfach mal ein bisschen was von diesem Creme zum Kochen rein. Ja, hier war nur ein Rest, deswegen nehme ich jetzt noch was dazu, eine Flasche dazu. Natürlich könnt ihr Sahne nehmen, wenn ihr wollt. Ich nehme jetzt das hier. Ich spüle mal die beiden aus und gebe Wasser rein. So, und dann habe ich hier ein bisschen erstmal was von dem Creme leicht oder sowas mit Schmand. Mal gucken, ob ich nachher noch mehr brauche.
Ja. Und das Ganze, ich nehme jetzt einen Kochlöffel, rühre ich einmal um. Ja, kleckere wieder dabei. Jawohl. Ja, und dann geben wir noch ein bisschen was von der Sojasauce rein. Ups, alle. Ja, reicht dann auch wohl. Salz. Nicht zu viel, das mal ausprobieren. Pfeffer. Dann ein bisschen Kurkuma. Ich liebe einfach diese Farbe. Und ein bisschen Dill. Auf jeden Fall runter. Noch ein bisschen Wasser dazu. Deckel drauf und kurz schmoren lassen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Nudeln dazu geben. So, ihr Lieben, das Fleisch und alles, das ganze Gemüse ist jetzt durch. Es hat wunderschöne gelbe Farbe. Und jetzt habe ich mir gedacht, nehme ich mal diese Nudeln und schmeiße sie einfach mal rein. Und lasse sie da drinnen einfach jetzt garziehen. So, die soll ich jetzt abgedeckt ziehen lassen und dann umrühren. Und ich denke, eine Packung wird reichen. Ja, und zum Schluss verwende ich einfach mal die Eigelbe da drin. Ja, und ich muss jetzt erstmal alles aufräumen hier, damit wir gleich essen können. Hier ist der Rest. Na, hier sind so diese, ich habe das noch eingepinselt, wofür ich genug hatte von dem Eiweiß. Das sind die schönen Zimtsterne. So, guckt euch das an. Nach ein paar Minuten kann man das tatsächlich gut umrühren. Und jetzt, damit mir einfach nichts wegkommt und ich habe heute auch nicht vor, noch mehr zu backen, gebe ich einfach mal diese 4 Eigelbe mit rein, rühre das einfach mal so unter und lasse das auch stocken. Und fertig ist das Essen. So, ihr Lieben, wir haben jetzt schon gegessen. War lustig mal wieder. Die Kinder haben wieder ein bisschen Quatsch gemacht, viel gelacht und so beim Essen. Ja, und jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe einen Termin verpasst. Mein Physiotherapie-Termin. Ich habe den sogar extra in Handy eingespeichert und Erinnerung eingerichtet und es hat nicht geklappt. Das Ding hat mir nichts gesagt und im Kalender stand es nicht drin und ich habe es voll vergessen. Gerade eben, ne, kurz vor 8, dämmert es mir. Ach, nee. Und jetzt ist es vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie das damit geregelt ist ab Mittwoch. Ob das überhaupt noch was stattfindet oder nicht. Ich hätte jetzt Donnerstag noch einen Termin. Naja, abwarten. Muss ich morgen da anrufen und gucken, was sie sagen. Ja, an dieser Stelle werde ich einfach jetzt dieses Video beenden, denke ich. Ich muss hier noch ein bisschen was tun, aber nichts Weltbewegendes, nur ein bisschen hier aufräumen in der Küche. Ja, und dann wollte ich noch kurz was sagen. Ihr Lieben, es kommt jetzt wieder ein bisschen doofe Zeit auf uns zu, ne? Also kann man auch nicht anders irgendwie bezeichnen. Es ist eine schwere Zeit für ganz viele von uns, eine traurige Zeit. Es kommen Feiertage, die höchstwahrscheinlich nicht so gefeiert werden, oder sieht so aus, dass nicht so gefeiert wird, wie wir sonst es gewohnt sind vielleicht, ne, mit Familie und Freunden und so. Das wird jetzt alles nicht in dem Ausmaß stattfinden, wie wir es gerne wünschen. Ich auch, wir hier genauso. Meine Familie wird wahrscheinlich nicht dabei sein können. Ich meine damit jetzt meine Mutter, meinen Schwager, meine Schwester. Wir werden gucken, was sich machen lässt. Wir werden versuchen, das Beste draus zu machen hier für uns zu Hause. Es gibt normal wie sonst auch immer Essen und ja, den Tannenbaum habt ihr ja schon gesehen, haben wir jetzt auch schon fertig hingestellt. Viel früher eigentlich als sonst die letzten Jahre. Und genauso Silvester wird auch
nicht so sein wie die Jahre davor. Wir hatten immer Christians Freunde hier, seine drei besten Kumpels, die sonst in halb Deutschland hier verteilt sind und in Ausbildung und Arbeit stecken, die nicht einfach so mal zwischendurch sich freinehmen können. Es war immer die Jahre so, dass sie tatsächlich zu uns gekommen sind für 3 bis 6, 7 Tage, je nachdem, wer die Zeit wie hatte, ne? Das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht der Fall sein. Wir werden in unserem engsten Familienkreis hier bleiben. Ich hoffe, dass mein Großer kommen kann, wenigstens für ein paar Tage, und ansonsten war es das, ne? Wir werden auch genauso wie ihr, denke ich mal, ohne Feuerwerk feiern. Und wir haben uns schon ein bisschen was überlegt. Wir werden wahrscheinlich draußen ein Feuer anmachen, Lagerfeuerchen und Stockbrot und Würstchen und einfach mal, ja, so feiern, wie es halt geht, ne? Wie es klappt. Genauso wie Weihnachten werden wir gucken, was wir machen. Ich hoffe, ihr macht das auch, dass ihr jetzt nicht in, ja, ich sag mal, schlechte Laune verfallt. Ist klar, wir haben auch nicht besonders sonnige Laune, was das angeht. Aber wir können eigentlich nichts dran ändern. Genauso wie ihr. Ich versuche mein Bestes und mache weiterhin, ja, nach Kräften täglich Videos für euch, um euch ein bisschen abzulenken. Für mich ist es auch eine super Ablenkung und Beschäftigung. Obwohl, ja, okay, hier habe ich genug zu tun, aber es ist auch eine Ablenkung, dass ich auch mal auch für euch was tue, nicht nur für mich. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn ihr jemanden kennt, dem es auch gut tun würde, sich ein bisschen abzulenken, mal was anderes zu sehen, jemand anderen über die Schulter zu gucken, was man so täglich macht, dann erzählt es einfach weiter. Zeigt ihnen meine Videos. Mir geht es auch nicht um die Abos gerade, sondern einfach darum, dass ihr ja, was Gutes euch zu tun. Ne? Also ich habe das ja im Frühling auch gemacht und ich habe das mitbekommen. Ihr habt mir auch ganz viel geschrieben, dass es euch gut tut, mal morgens, wenn ihr aufsteht, erstmal mit meinem Video beim Frühstück den Tag anzufangen. Egal, was für Video das jetzt war, ob nun Kochen, Backen, Haushalt oder sonst irgendwas. Ihr könnt mir auch gerne sagen, was ihr sonst noch für Videos sehen wollt, ob ich irgendwas noch erzählen soll oder irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also überlegt euch was, schreibt mir eure Vorschläge. Ich werde versuchen, das auch umzusetzen. Ja, es hilft nichts, wenn wir uns jetzt gegenseitig fertig machen und aggressiv werden. Ich merke das immer mehr jetzt beim Einkaufen oder im Internet, auf Facebook, überall. Die Menschen werden immer aggressiver. Es bringt doch nichts, ihr Lieben. Es bringt einfach wirklich rein gar nichts, außer dass man sich nur noch schlechter fühlt und den anderen wehgetan hat vielleicht. Ja, deswegen versucht das Beste draus zu machen aus der ganzen Situation. Genießt die Zeit mit euren Familien und versucht euch gegenseitig auch mal was Gutes zu tun, sei es nun jetzt online, virtuell im Kontakt zu bleiben, über WhatsApp, über Messenger, Facebook, sonst was, telefonieren, auch mal vielleicht ein Päckchen verschicken, wenn es geht, und ihr fühlt euch dann besser und dem anderen geht es dann auch besser, denke ich mal. Ich versuche es, nach Kräften natürlich, ich kann auch nicht Berge versetzen, aber ich bin da, ich bleibe auch da und mache weiter, und ich hoffe, ja, euch hilft es ein bisschen, und wenn ja, dann freue ich mich natürlich über euer Feedback, über eure Kommentare, über eure Vorschläge, was auch immer, ja. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, der übliche Spruch, ne, dann Daumen hoch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns ganz bald wieder. Hab euch lieb. Tschüss, ihr Lieben. Es bricht die schönste Zeit des Tages im Herbst und Winter. Kaminzeit. Ich liebe es, wenn im Kamin Feuer brennt.